Gott, ich habe einen solchen Hunger. Oh, unser Moment ist gekommen. Wir können der beliebtesten Schülerin helfen. Wenn ich ihr Essen gebe, werde ich vielleicht auch berühmt. Hey, willst du einen Schokoriegel? Schokolade? Nicht interessiert. Und vielleicht etwas Gesundes? Einen Apfel oder Saft? Nein, danke. Und was sagst du zu Burger, Pommes oder einer Fanta? Machst du Witze? Jeder weiß doch, dass ich auf Diät bin. Okay, das ist meine große Chance. Enttäuscht mich nicht, Milch und Kekse. Bitte greif zu. Ja, darauf habe ich Lust. Was, wirklich? Sie wählt die Milch und Kekse? Danke, das hat gut geschmeckt. Juhu, es hat ihr geschmeckt. Schon viel besser. Heute muss mein Glückstag sein. Die anderen schauen in die Röhre. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Diesen Keks werde ich in Ehren halten. So glücklich war ich noch nie. Ah, so erfrischend. Ist die Luft rein? Oh, das ist das Lächeln, das ich liebe. Da kommt er. Was für ein Traum. Was geht, Süße? Redest du mit mir? Hallo zurück. Hallo, Jake. Aha, Achtung. Ha, abgefangen. Das ist ein Liebesbrief, aber Jake gehört doch mir. Oh, unhöflich. Na, zum Glück habe ich noch mehr davon. Und da kommen sie. Ich liebe schnelle Reflexe. Ups. Oh, das wirst du noch bereuen. Ach ja? Probier's doch. Komm schon, ich fordere dich raus. Und Zickenkrieg? Ja, nice. Und der Schlagmann betrifft die Base. Fertig und Sprung. Mehr hast du nicht drauf? Oh, meine Arme werden müde. Ah. Du wirst sowas von verlieren. Oh Mann, ich bin ganz kaputt. Oh. Oh, zum Glück, ich bin total fertig. Ich muss mich hinsetzen. Mann, kein Kerl ist diesen Ärger wert. Lucy, schau mal. Eva rutscht Jake auf die Pelle. Na, wie konnten wir nur die Kontrolle verlieren? Willst du einen Waffenstillstand? Ach, Waffenstillstand. Aha, schon wieder Montag. Das soll wohl ein Witz sein. Hast du davon gewusst? Nicht reden. Ich weiß nichts davon. Okay, also ist Raten angesagt. Boah, ich werde sowas von durchfallen. Ist es B oder C? Kann ich nicht beides nehmen? Mann, das ist so nervig. Nee, definitiv nicht. Ach. Bring mir die Antworten. Nee, sinnlos. Ich darf doch wohl bitten. Joey weiß alle Antworten, hä? Huh? Komm mir nicht zu nah. Mann, ist der unhöflich. Ich kann nichts sehen, wenn du das machst. Hör doch mal auf, wegzurutschen. Komm schon. Ich darf nicht wieder durchfallen. Das ist einfacher, als ich dachte. Und so wird's gemacht. Yay für mich. Okay, klasse. Die Zeit ist um. Ein toller Test, Frau Lehrerin. Ja, voll egal. Ich habe viel Arbeit vor mir. Ach, das hier ist lustig. Oh, die Spannung bringt mich noch um. Sehr gut gemacht. Ein 1 minus. Oh, ich bin ein Versager. Ja, und da ist meine 6. Ach, ich leg sie zu den anderen. No. Oder
ich nehme einfach eine kleine Anpassung vor. So ist es gut. Schlaf weiter. Ja, ich hab ihn. Und so werde ich eine Einserschülerin. Nur zwei kleine Striche. Und ich bin ein Genie. Schau, ich bin doch schlau. Mein Leben ist vorbei. Was? Olivia war besser als ich? Das kann doch nicht sein. Ich werde mich hier nie wieder blicken lassen. Ich muss aufs Klo heulen. Mh, lecker. Oh nein, ich habe meinen Tee verschüttet. Oh je, alles in Ordnung? Hier, nimm die Serviette zum Aufwischen. Vielen Dank, das ist echt lieb. Kein Problem, echt schade, dass dein schönes Outfit nass wurde. Oh, es gefällt dir? Ja, die Farben sind klasse. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Oh, das ist echt unappetitlich. Hey, warte! Oh nein, meine Haare! Das darf nicht wahr sein. Ah, wo ist hier die Bremse? Nein, nicht der Mülleimer. Oh, so eine Sauerei. Überall ist Müll. Den Tag kann ich in die Tonne treten. Hm, den Keks habe ich mir extra aufgehoben. Hey, schönes Haar hast du. Sie ist so gruselig. Ich mag's nicht, wenn sie sich neben mich setzt. Hi. Zeit fürs Mittagessen. Das sieht gut aus. Womit soll ich anfangen? Was denkst du? Wie? So eine gruselige Goth? Ein Augapfel als Vorspeise. Was meinst du? Ich sehe dich. Ekelhaft. Ich kann sie nicht leiden. Ich muss hier weg. Ha, Weichei. Sie ist so einfach zu erschrecken. Ich bediene mich mal. Gurke ist schön frisch und saftig. Endlich Pause. Halt, ich muss noch die Hände desinfizieren. Mit sauberen Händen haben Keime keine Chance. Hey, wie geht's? Oh, ich rutsch lieber ein wenig, wo ihre Keime nicht hinkommen. Oh Mann, sie ist so ein Hygienefreak. Oh, hatschi! Nein, 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 nein! Jetzt sind deine Keime überall. Wie ekelhaft. Okay, ich fange dann mal an zu essen. Einen Keks zur Wiedergutmachung? Diesen Keimkeks kannst du behalten. Hey, sprüh damit nicht auf mein Essen. Au, du hast mein Auge erwischt. Hey, na, wie geht's? Hey, mir geht's gut. Dann packe ich mal gemütlich aus. Als erstes die Bücher. Dann mein Federmäppchen. Hä? Was machst du? Es hat zur Pause geklingelt, du Schnarchnase. Oh, dann brauche ich das jetzt nicht. Dich packe ich weg und du kommst auf den Tisch. Jetzt noch meine Brotbox für die Pause. Hm, das sieht lecker aus. Da beiß ich gleich rein. Hey, die Pause ist vorbei. Oh, mein Fehler. Die Stunde hat begonnen. Dann packe ich das weg. Das Essen muss wohl warten. Für die Stunde brauche ich das Mathebuch. Hä? Wo sind alle? Wieso ist das so dunkel? Hey, was machst du noch hier? Die Schule ist schon längst aus. Los jetzt, geh nach Hause. Oh, Entschuldigung. Schönen Abend noch. Habt ihr das Spiel gesehen? Oh, wow. Sie sieht wieder voll gut aus. Hey, darf ich dir etwas Schokolade anbieten? Ich teile meine Süßigkeiten gern mit dir. Wie wär's mit Chips? Diese Sorte ist die beste. Oh, wow. So ein roter Apfel. Hey, du hast aber einen schönen Apfel. Willst du ihn haben? Hier, bitte. Dankeschön, das ist lieb von dir. Dein T-Shirt schmeichelt deinen Augen sehr. Was zum... Ich raff's nicht. Wieso interessiert sie sich für den Loser?
Oh, ich bin gerade dabei, den Highscore zu knacken. Ja, geschafft, gewonnen! Ey, was guckst du so, Blondie? Schulklingel? Ach, wen kümmert's. Ich muss weiterspielen. Alles klar, ich bin bereit für den Unterricht. Guten Morgen, Klosse. Ach, Ihnen einen guten Morgen. Ich bin so froh, hier zu sein. Ja, gut, danke. Bitte nimm wieder Platz. Okay, aber ich bin schon so aufgeregt, was zu lernen. Okay, mal sehen. Warte eine Sekunde. Bella? Ja? Yo? Entschuldigung, steh auf, Bella. Wenn ich in mein Klassenzimmer komme, erwarte ich Respekt. Ich kann das nicht verstehen, die ist so schrecklich. Ich muss ihr eine Lektion erteilen. Ich hoffe, du hast es verstanden. Jetzt setz dich hin, damit wir mit dem Unterricht anfangen können. Aha, wow. Oh nein, was ist passiert? Die ist hingefallen. Bella, geht's dir gut? Ich weiß, dass du das warst, Blondie. Schauen wir mal. Ja, grün wird's. Ich bin bereit. Oh Mann, so viel Papier. Ach, was soll's. Olivia, du kamst aus dem Nichts. Ja, ich mach das schon. Oh, die will doch gar nicht meinen Marker aufheben. Ey, hä? Ach, komm schon. So, ich will ja nicht stolpern. Was für ein Trottel. Und tschüss. Olivia, Mann, wegen der komme ich noch zu spät. Oh, ein Apfel pro Tag. Oh Mann, Popcorn ist kacke ohne Film. Aber das sollte helfen. Erzähl mir alles. Niemals. Ich dachte, du hast gesagt, dass er Single ist. Dann frage ich ihn mal, ob er mit mir ausgeht. Ja, natürlich. Ich bin doch keine Idiotin, Hannah. Tschüss. Frau Lehrerin, ich habe einen Apfel für Sie. Ach, was für ein guter Junge. Aber eine Banane wäre schöner gewesen. Will der mich etwa vergiften? Oh, du steckst in großen Schwierigkeiten, Freundchen. Was ist denn das alles? Oh, Olivia Salz, du hast es ruiniert. Sorry. Drama Queen. Ich verliere wirklich langsam die Geduld. Ich ertrag nicht viel mehr. Ich behalte dich im Auge. Nicht meinen Saft trinken. Ah, hab ich jetzt aber Angst. Aber ich mag Herausforderungen. Zeit für ein bisschen Saft. Ah, war das lecker. Und er hat überhaupt nichts gemerkt. Wo ist mein Saft? Alles weg, selbst der letzte Tropfen. Ich weiß, dass du das warst. Diesmal ist sie zu weit gegangen. Zeit, ihr eine Lektion zu erteilen. Gut, das passt perfekt. Oh nein, meine Hand, sie steckt fest. Oh mein Gott, was sollen wir nur tun? Halt still, ich ziehe. Warte, ich habe eine Idee. Ein bisschen Olivenöl wird helfen. Nein, sie steckt immer noch fest. Moment mal, du hast deine Hand rausgenommen. Haha, du bist total drauf reingefallen. Buch ist der Wahnsinn, genau wie der Burger. Hey, rutsch rüber. Bist du bereit, mit mir mitzukommen? Lass uns gehen. Sport? Nein, danke, das ist nichts für mich. Ich dachte, du wolltest sportlicher sein. Naja, schon irgendwie, aber... Und du hast gesagt, du willst für ihn gut aussehen. Okay, du hast recht, das habe ich gesagt. Ich komme ja mit. Okay, mir nach. Du wirst in 0, nichts in Form sein. Schon vom Zuschauen bin ich außer Atem. Vergiss nicht, neben deinen Beinen deine Arme zu trainieren. Na los, hier entlang. Der Weg ist viel schöner. Wie du meinst.
Hey, hör auf zu telefonieren. Leg einen Zahn zu. Ein Schritt nach dem anderen, so erreichst du dein Ziel. Oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe. Tust du nicht, dir geht's gut, na los. Stell dir vor, du würdest ihn küssen. Genauso, noch ein paar mehr, du machst das gut. Und noch einer, na los, ignoriere den Schmerz. Oh mein Gott, ich bin am Ende, meine Beine sind gebrochen. Endlich bin ich wieder zu Hause. Hey, da ist ja noch mein Burger. Ich hab solchen Hunger. Yes, den lasse ich mir jetzt schmecken. Halt, ich esse den lieber heimlich. Hier unten sollte ich sicher sein. Rein damit. Hä? Wo ist sie hin? War sie nicht gerade noch hier? Ha, naja, ich sehe sie nicht. Wo ist sie nur hingegangen? Moment mal, höre ich da etwa ein Schmatzen? Hey, gefunden! Als ob ich nicht unter dem Tisch nachsehen würde. Gib den her. Na los, du hast heute so viel trainiert. Mach es nicht kaputt. Hier, wenn du hungrig bist, iss einen Apfel. Wir machen Smoothies. Die schmecken gut und sind gesund. Hier, trink aus. Die halten dich fit. Echt? Für mich sieht das nicht lecker aus. Ja, du hast recht. Die sind nicht lecker. Sorry. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann nicht in High Heels laufen. Verlagere dein Gewicht auf deine Fersen, nicht deine Zehen. Okay, warte einen Moment. Hör zu, Rücken gerade und Kinn nach oben. So, versuch nun so zu laufen. Okay, okay, ich schaffe das. Oder auch nicht. Sie ist ein hoffnungsloser Fall. Ha, ihr Rucksack ist voller Bücher und Romane. Die werden mir bei der Lösung helfen. Okay, balanciere die Bücher auf deinem Kopf. So lernst du, wie man mit High Heels läuft. Sieh mal her, laufe so wie ich. Oh, okay, verstehe. Ja, du machst das gut. Hey, Moment mal. Was ist mit den High Heels passiert? Sie ist barfuß. Das hilft ihr absolut nicht weiter. Hey. Okay. Okay, ich zieh sie wieder an. Nein, meine Bücher und meine Brille. Autsch. Oh. Wow, Mann, ist das heiß heute. Und das dauert ja ewig. Ihre armen Bücher tun mir fast schon etwas leid. Na los, na los. Hey, hey, ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ja, gut so. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ha? Wow, was macht denn die da? Hi, das tat sicher weh, oh je. So viel Make-up. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hey, was siehst du dir an? Seit wann hast du so viel Make-up? Ich habe es gekauft, aber kann es nicht benutzen. Hilfst du mir? Bitte, bitte, bitte. Okay, wieso nicht? Ich helfe dir. Komm mit. So ein schöner Ort. Echt hübsch hier. Wow. Wow. Gefällt's dir? Atme einmal tief ein. Bereite dich vor. Es geht los. Ich bin fertig. Okay, sieh dir das an. Ah, das ist ja gar nicht schön. Das ist viel zu viel. Ich erkenne mich kaum. Sorry, aber es gefällt mir nicht. Was? Aber wieso? Du siehst schön aus. Ja, ich will aber viel lieber einen natürlichen Look. Ach, okay, keine Sorge. Das kriege ich auch hin. Probieren wir diese Farben aus. Okay, wenn du das sagst. Oh, wow. Genau das habe ich gemeint. Man erkennt kaum, dass ich Make-up trage. Das ist so schön. Danke. Schön, wenn es dir gefällt. Puh. Hey, willst du Fotos machen? Die kannst du auf Insta hochladen. Lächeln, beste Freunde mit besten Looks. So, ich schicke sie dir rüber, aber ich poste die Fotos sofort. Was sieht sie sich auf ihrem Handy an? Uff, ich sehe nichts ohne Brille. Okay, sieh dir das an. Oh, hey, was machst du da? Oh, wow, das sieht toll aus. Gut gemacht. Du hast deine Augen gerieben und das Make-up ruiniert. Wenigstens haben wir die Fotos. Yes! Ich habe meine Physikprüfung mit einer 1 bestanden. So, das ist genug gefeiert. Okay, beruhig dich. Leg das einfach in deinen Spind. Rein mit dir, zu all den anderen Tests. Ich habe bis jetzt ein tolles Jahr. Oh, Albert, ich weiß, du wärst stolz auf mich. Endlich komme ich aus dem Unterricht raus. Diese Schule ist so dumm. Moment mal. Hey, Nerd, gib mir den Schokoriegel.
Ich sagte, gib mir den Schokoriegel. Sofort. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Okay, kostenloses Mittagessen. Der Schokoriegel ist ziemlich gut. Oh Mann. Mist, so viel Müll. Ich schieb den einfach aus dem Weg. So geht's. Nicht mein Problem. Ich verschwinde besser. Was zum Teufel? Wo kommt der ganze Müll her? Das ist der schlimmste Tag. Oh, ich bin am Verhungern. Leider habe ich keine Snacks dabei. Oder doch? Mentos! Oh, ich halluziniere schon vor Hunger. Die Lehrerin hat Pommes auf dem Pult. Okay, reiß dich zusammen. Es sind nur Stifte. Hühnchenschenkel? Was ist nur los mit mir? Überall sehe ich Essen. Heiliger Bimbam, ein riesiger Keks? Den muss ich probieren. Geht's noch? Wieso beißt du mich? Oh, entschuldige. Wow! Hey Grace, schau mal. Ach, komm schon. Grace! Wow! Ja, genau. Im Ernst? Stopp! Oh, hey. Endlich! Schau mal, was kam. Setz dich. Schau dir das Tattoo an. Was? Du willst Tinte unter die Haut? Okay, ich mach das schon. Dann lass uns mit der Party anfangen. Cool. Ich glaube, ich möchte es hierhin haben. Nice. Dann her mit deiner Hand. Das ist eine Nadel, Emily. Na, wie wollen wir es denn sonst tun? Das war's dann wohl mit dem Tattoo. Es muss doch irgendwie anders gehen. Na klar, bin gleich zurück. Was da? Ach, ich hätte mal Wasser mitnehmen sollen. Ich hab's geschafft. Hey, Mr. Einhorn-Typ. Okay. Ich brauche etwas Sanfteres. Okay, was ist damit? Ja, danke, Kumpel. Man sieht sich. Phew. Da bin ich wieder. Zum Glück bin ich fit. Fast da. Puh, das war ein langer Spaziergang. Wir machen das jetzt. Ohne Nadel. Sieht für mich ziemlich schmerzfrei aus. Oh, definitiv. Schätze, dann bin ich soweit. Diese Schablonenmethode tut viel weniger weh als ein echtes Tattoo. Trage Kleber auf die Haut auf. Dann verteilst du ihn mit einem Pinsel. Und wenn es dann so aussieht, kommt der Glitzer zum Einsatz. Wow! Achte darauf, den gesamten Kleberbereich einzustreuen. Nimm dann die Schablone ab. Cool, oder? Wow, das funkelt total. Ich liebe es. Ich weiß, was du willst. Du bist dran. Ja? Nein. Komm schon, wir nehmen deine Lieblingsfarbe. Na, das gefällt mir schon besser. Sind die nicht fantastisch? Und ganz ohne Nadeln. Schmerzfrei, Baby. Ein paar zusätzliche Striche. Das ist so witzig. Hallo allerseits. Oh, meine Güte, das ist Kate. Wie hoch sind denn deren Chancen? Als ob wir den Gestank heraufbeschworen hätten. Ja, hier drin stinkt's wirklich. Oh, die schnallt's nicht. Kate, hast du das schon mal gesehen? Hier, das ist für dich. Hab keine Angst, es oft zu benutzen. Oh, danke, denke ich. Kate, sprüh's unter deine Achseln. Los, komm, wir gehen zum Unterricht. Hey, was ist das denn auf dem Spiegel? Kate, stinkt? Was? Riech ich schlecht? Ich riech gar nichts. Ich mach das lieber weg.
Okay, ich versuch's mal mit meinem Ärmel. Mann, das geht nicht. Das muss doch irgendwie abgehen. Vielleicht hilft Wasser. Ach, blödes Waschbecken, die funktionieren auch nie in der Schule. Oh, das nutzt nichts. Jeder wird das sehen. Nimm das, stinkende Kate, auf dem Spiegel. Ich kann's kaum ertragen, dich anzuschauen. Hey, warte mal, es geht ab. Was, das Deo? Oh, ich versuch das nochmal. Es ist das Deo. Aber der Marker geht ab. Ich sehe keinen einzigen Strich mehr. Ausgezeichnet. Krise abgewendet. Aber weißt du was? Vielleicht wird es Zeit für mein eigenes Kunstwerk. Ich hole nur meinen Marker raus. Ich schreibe einfach meinen Namen. Fertig. Das ist ein viel besseres Artwork, meiner Meinung nach. Dann versuche ich mal, mich zu schminken. Oh, das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Nein! Hab's. Ich brauche nur einen Finger für einen Spritzer. Nicht so gut. Ugh, eklig. Ich mache mir das gleich ins Gesicht. Ah. Hey, gar nicht so schlecht. Man kann auch alles mit nur einer Hand verteilen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Oh, so, ich glaube, alles ist gut verteilt. Und jetzt zu den Lippen. Ja, da ist er. Schnell, nicht, dass er tropft. Also, ich glaube, hier müssten meine Lippen sein. Oh, okay, ich schaff das. Hey, Betty, wie geht's? Ah, hast du mal in den Spiegel geschaut? Du siehst aus wie ein gruseliger Clown. Hier, sieh selbst. Hä? Ah, was habe ich denn getan? Schon gut, nicht ausflippen. Wisch einfach alles weg. Oh, so ein Schlamassel. Du brauchst nur ein bisschen Hilfe beim Auftragen. Hä? Wow, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Mach das Make-up einfach da drauf und halte das an dein Gesicht. Er macht das dann für dich. Oh. Wow, das Ding ist mein Lebensretter. Ich bin wieder hübsch. Oh, und deine Lippen? Versuch's damit. Drück das an deine Lippen. Hier. Rauf damit. Okay. Oh. Klappt, oder? Schön. Aha. Oh, fast vergessen. Was machst du da? Oh. Meine Augenbrauen. Gut, oder? Oh. Ein hoffnungsloser Fall. Was unternehme ich heute? Oh, hat er mir eben zugewunken? Oh mein Gott. Hi. Hä, was? Ist das Mädchen in den Pool gefallen? Sie braucht Hilfe. Oh, du armes Ding. Hier, nimm die Decke, um dich aufzuwärmen. Danke, du lieber Himmel. Du bist ja richtig hübsch. Oh, naja. Dabei kann ich dir auch helfen. Ich trage immer Wechselkleidung mit mir herum. Hast du Lust? Was ist denn der Schüssel? Also, ihr müsst daran denken, dass... Oh, Mann, mir ist so langweilig. Vielleicht sollte ich ein paar Notizen machen. Komm schon, Bella, bleib wach. Was ist denn das für ein Geräusch? Schnarcht Bella etwa? Was? Warum starrst du mich denn so an? Ich bin so müde. Ew, die schläft jetzt auch auf meinem Schreibtisch. Bella, aufwachen. Ich bin okay. Au, Mann, mein Rücken, meine Schulter. Und ich kann diesen Teil nicht genug betonen. Oh, oh, oh nein. Klasse, ich bin gleich wieder da. Ha. Der ist weg. Oh, das ist meine Chance. Okay, ich hab die Kreide. Ich werde einfach eine kleine Nachricht hinterlassen. Haha.
Ich kann diesen Teil nicht genug betonen. Oh nein. Ups, da kommt er. Ich muss weg. Hier bitte, Betty. Entschuldigt bitte, Klasse. Wo waren wir? Ich, Betty? Ich bin ein Loser? Nein, 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 nein. Das habe ich nicht geschrieben. Das war ich nicht. Also, ich bin enttäuscht, dass du so wenig von mir hältst. Boah, du bist so ein Arsch, Bella. Zeit, meine Wäsche zusammenzulegen. Ich will schließlich keine Knitter falten. So ist das gut. Absolut perfekt. Und auch gar keine Fusseln. Jetzt lege ich's weg. Vorsichtig, vorsichtig und so. Genau an seinen Platz. Und jetzt kommt nur noch der Rest. Ah, eine perfekte Garderobe macht mich so glücklich. Oh, na das war ein Schläfchen. Hier liegt eine Menge Wäsche rum. Ich habe wirklich keine Lust, das wegzuräumen. Hey, ich habe eine tolle Idee. Kommt her, Klamotten. Alles klar, jetzt habe ich alles gebündelt. Schau's dir an, fast ein perfekter Ball. Mal sehen, ob ich es schaffe, über die Bande zu treffen. Auf der Kommode, über das Regal und in meinen Kleiderschrank. Wahnsinn, ich hab's echt gerockt. Das Bild kommt wirklich gut. Hey, Mann, hast du nicht dein eigenes Wasser? Ich weiß, von hier aus wird sie nicht rankommen. Also, wo war ich? Warum hat sie es denn weggestellt? Naja, kein Problem. Da bist du ja. Und eintunken. Was ist das denn? Oh, du hast mich erwischt, okay? Ach, bei diesem Mädchen kann ich nur verlieren. Aber ich weiß, wie ich ihr Grenzen setze. Panzertape? Fertig. Versuch jetzt mal deinen Pinsel zu nehmen. Und ein schöner, voller Becher. Man sieht das Band gar nicht. Oh, genial. Hey, Annie. Er gehört ganz dir. Ja, ich wusste, dass du wieder zur Vernunft kommst. Oh Mann, ich fass das nicht. Boah, warte mal. Guck, schau mal, was das Wasser gemacht hat. Oh, du bist talentierter, als du dachtest. Schau dir die Textur an. Oh, das werde ich einrahmen. Sehr interessant, Annie. Ich möchte, dass alle Schüler es sehen. Gut gemacht. Oh ja, richtig. Anscheinend habe ich kein Geld dabei. Ein Bonbon? Das ist alles, was ich bekomme? Wow. Ja, jetzt geht's los. Das ist viel besser als Geld. Ich bin bonbonreich. Oh. Das ist der beste Tag meines Lebens. Für dich, Rosie. Ein Bonbon? Oh, das ist so unfair. Okay, Finger, Zeit, euch an die Arbeit zu machen. Endlich ist die Schule vorbei. Das werde ich definitiv nicht machen. Hausaufgaben sind einfach nichts für mich. Phew, die Zeit vergeht ja wie im Flug. Süßigkeiten, rein mit euch. Versuchen wir das nochmal. Ups, direkt auf dem Mathebuch gelandet. Nope, ich mache es trotzdem nicht auf. Wow. All das Lernen macht echt hungrig. Upsi, diese Zahnspange macht alles so schwierig. Ich will echt keine Krümel im Bett haben. Ich brauche ernsthaft Hilfe hier. Ich kriege euch. Ha, habe ich euch. Wuhu, was für eine Zugkraft. Komm schon, lass los. Da, lass los. Wow. Das Teil hat echt Power. Ah, der perfekte Schmollmund. Ich muss hier für meine TikTok-Follower heiß aussehen. Die Likes werden einfach so einfliegen. Vergesst nicht zu liken und zu teilen. Oder hinterlasst ein lustiges Emoji. Oh,
Wie lange habe ich gelernt? Nein, wach bleiben. Ich bekomme das noch fertig. Ich ruhe nur kurz meine Augen aus. Okay, vielleicht brauche ich etwas Zucker. Es funktioniert. Weiter geht's. Oh, oh, ich werde langsamer. Reiß dich zusammen. Du musst auf diesen Test lernen. Mann, das ist echt kalt, aber wirklich notwendig. Okay. Oh, ich werde total müde. Lernen ist echt langweilig. Wem mache ich was vor? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Mir ist's egal. Betty schläft noch? Die perfekte Gelegenheit für einen Streich. Jeder will mehr Haare, stimmt's? Naja, vielleicht nicht hier. Oh nein, sie wacht gleich auf. Oh, das war knapp. Und natürlich muss ich die Dinger noch verstecken. Diese Haare behält sie erstmal. Oh. Das Nickerchen hatte ich echt nötig. So gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Hä? Was ist da auf meiner Lippe? Habe ich was im Gesicht? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich rasiere die einfach ab. Wo ist mein Rasierer? Warte, ich habe eine Idee. Liegt hier nicht irgendwo eine Schere rum? Oh, meine kleine Kramkiste. Hier ist bestimmt was Hilfreiches drin. Mein Augenbrauenzupfgerät. Der wird ja wohl auch auf meiner Lippe funktionieren, oder? Probieren wir es mal. Fühlt sich an, als zupft er die Haare raus. Ja. Meine Haut ist heute so trocken. Ist das Naomis Feuchtigkeitscreme? Zeit für einen Rezepturwechsel. Ah, Dekolleté nicht vergessen. Meine Haut ist da besonders sensibel. Oh, das wird richtig gut. Ah, ich mache mich bei besser für heute Abend fertig. Oh, was quillt da aus meinem Bademantel raus? Brusthaare? Aber wie habe ich... Wie konnte das passieren? Hi. Darf ich bitte rein? Nein, kannst du nicht lesen. Essen verboten. Soll das ein Witz sein? Kannst du nicht eine Ausnahme machen? Oh. Moment mal. Sie sieht so cool und absolut fit aus. Sie wird den Boxkampf gewinnen. Ich will so sein wie sie. Hey, öffne die Pforte für mich. Aber selbstverständlich. Hey, ich habe eine Idee. Ich bin gleich wieder da. Okay, hier habe ich Boxhandschuhe. Das wird genial. Nun habe ich Marshmallows. Die reihe ich nun auf dem Handschuh auf. Sieh sich das einer an. So cool und so viele Marshmallows. Hey, ich bin wegen des Boxkampfs hier. Wo ist denn meine Schülerin? Hey, da bist du ja. Warum dauert das so lange? Du bist gleich dran. Du, lass sie sofort rein. Du vergeudest unsere Zeit. Okay, ihr seid in euren Ecken. Gut, macht euch bereit. Seid ihr bereit? Ja? Dann kämpft! Halt, halt, halt! Das muss ein Irrtum sein. Hier, nimm ein Bissen. So was von lecker. Ja, hier kommt der zweite Schlag. Was macht ihr denn da? Stopp! Hört auf mit der Knabberei! Na los, gib alles, du schaffst das. Hau sie einfach um. Oh, kaum zu glauben, dass ich verloren habe. Dabei habe ich so viel trainiert. Ich habe mich richtig reingehängt. Was für eine Zeitverschwendung. Moment mal. Ich weiß, was mich besser stimmen wird. Snacks, wo ist die Schoki? Oh, der Tag wird hier immer schlimmer. Oh, was ist denn los? Weder Essen noch Trinken erlaubt? Nope, von wegen. Die Regel werde ich brechen. Ich brauche Verstärkung. Okay, womit fange ich an? Oh, ich fange mal mit Telefonieren an. Hey, was geht? Echt? Ja klar, schon verstanden. Keine Sorge. Bis gleich. Okay, wie kann ich ihr nur helfen? Ich kann nicht einfach mit Snacks reinspazieren. Irgendwas muss ich doch tun können. Hey, das dürfte funktionieren. Okay, Chipspackung, kommt mit mir. Dich verstecke ich gleich hier vorne.
Und der restliche Süßkram kommt genau hierhin. Okay, das sind erstmal genug Snacks. Und nun brauche ich eine Jacke. Mit der Jacke verstecke ich den Süßkram und Reißverschluss zu. Yes, ich sehe voll aufgepumpt aus. Hey, du, brauchst du etwas Hilfe? Wow, what the heck? Beeindruckend, oder? Und zieh dir das mal rein. Das waren überhaupt keine Muskeln, sondern lauter süße und salzige Snacks. Und schon bessere Laune? Yes, Zucker ist die Lösung. Ich liebe es. Okay, und nun bin ich bereit für Runde 2. Achtung, Achtung, hier komme ich. Zieht euch meine Muskeln rein. Ich will eine Revanche. Bist du bereit für eine zweite Runde? Oh, ist das schwer. Yes, gewonnen. Ich bin die Beste. Was? Kaum zu glauben, dass ich verloren habe. So schlimm war es noch nie. Yep, mein Bizeps wächst und gedeiht. Der Burger macht mich nicht glücklich. Und fit macht er mich auch nicht. Hey! Was? Was ist denn? Ich trainiere hier. Kannst du mir helfen? Ich will wie sie aussehen. Von so einem Bizeps kann ich nur träumen. Aber du siehst stark aus. Hm, keine Ahnung. Na gut, ich kann's mal versuchen. Lass mich dich ansehen. Bist du bereit? Und los geht's. Du willst einen Burger? Dann mach einen Setup dafür. Und nun mit Pizza. Na los, du musst dir die Pizza auch verdienen. Das war echt hartes Training. Ich bin kaputt. Ist sie noch hier? Sieht sie her? Den Snack habe ich mir wirklich verdient. Moment mal, ich habe eine bessere Idee. Ich habe ein Schweißband und jede Menge Süßkram. Das ist es. Zieht euch das rein. Fehlt nur noch mein Schweißband. Ein Süßigkeiten-Schweißband. Ich bin genial. Und jetzt Süßigkeiten-Schnürsenkel. Yes, das ist mega. Und nun kann das Workout weitergehen. Wir benutzen das hier für die nächste Trainingseinheit. Ach was, das brauche ich gar nicht. Wirklich? Wow, ich bin beeindruckt. Gute Einstellung. Sie ist weg. Zeit für einen kleinen Snack. Aber nicht verraten. Oh, ouch. Hey. Ups, Entschuldige. Oh. Ja, hab ihn. Gleich. Ah, guten Morgen. Bereit für den Unterricht? Ja, na klar. In meinem Unterricht sind Videospiele verboten. Ah, claro, natürlich. Gute Idee. Weiter geht's. Ja, erwischt. Entschuldigung, das ist deine letzte Verwarnung. Ich schieb's einfach hier rein und zock weiter. Hey, was treibst du denn da? Halt still. Was fällt dir eigentlich ein? Oh, Entschuldigung. Einer ist immer dabei. Sorry. Was ist denn da los? Sie liest in ihrem Buch? Moment mal. Hä? Oh-oh. Schluss für heute. Das war's. Fast geschafft. Was machst du denn noch hier? Schule ist seit Stunden aus. Diese Kinder heutzutage. Hallo Leute. Wie kommt der denn her? Na schön, willkommen in meinem neuen Klassenraum. Schon besser, perfekter Winkel. Was macht die denn? Oh wow, mal was Neues. Hey Leute, beste Tänzerin aller Zeiten, nicht wahr? Ein neues Jahr und noch mehr Schüler. Mal sehen. Gina? Danke Leute, ich lieb euch. Psst. Hey! Du bist dran. Hä? Oh-oh. Ja, Frau Lehrerin? Gina, im Unterricht herrscht Handyverbot. Ups, sorry. Passiert nicht nochmal. Und das ist meins. Aber das ist meine Zukunft. Ich liebe euch. Dankeschön, danke.
Oh, mein Pokal. Danke. Ah, absolut perfekt. So perfekt. Gina. Gina, wach auf. Hä? Was? Oh nein. Du fällst in diesem Bach durch. Ah, wow, mein erster Tag. Hi. Hi. Zeit für das Wesentliche. Süßigkeiten habe ich. Schulbuch. Noch mehr Süßigkeiten. Schreibheft. Pringles. Federtasche. Mehr Süßigkeiten. Klebezettel. Cola. Und der Rest. Uah. Und das Wichtigste, leckere Nudeln. Etwas heißes Wasser und... Oh mein Gott, so lecker. Und jetzt rein damit. Oh ja, guten Appetit. Oh, das riecht himmlisch. Ich glaube, du hast was vergessen. Hier ist weder Essen noch Trinken erlaubt. Alles bitte hier rein. Okay, Herr Lehrer. Tschüss, Schokoriegel. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach was, kein Grund zur Sorge. Pass auf, sieh nach unten. Tada! Wow, sind das Schokolinsenschuhe? Cool, oder? Wow, mein Geheimvorrat. So lecker. Los, nimm dir auch eine. Oh, danke. Lecker. Ich weiß. Okay, die Lösung ist 7. Moment, nein, das stimmt nicht. Wie wär's? Hallo. Oh, hi. Wow, was für ein Klassenraum. Entschuldige, kann ich ein Blatt haben? Sicher, kein Problem. Danke. Das ist ja so aufregend. Jetzt einfach nur... Oh-oh. Entschuldige nochmal. Was ist? Kann ich mir auch einen Stift borgen? Ja, ein Logo. Bitteschön. Danke dir. Okay, was habe ich verpasst? Aha. Ah, Mittagspause. Na endlich. Was habe ich heute? Oh, belegte Brote. Lecker. Ich bin so hungrig. Ja? Das sieht fantastisch aus. Kann ich eins abkriegen? Meins habe ich vergessen. Na schön. Hier. Oh, danke schön. Lecker. Oh, so gut. Lalalala. Entschuldige. Kannst du mir mal Klopapier rüberreichen? Bitte. Hier ist keins. Dein Ernst? Hier auch? Na, wenn es sein muss. Bitte. Okay. Okay, vielen Dank auch. Ich muss nur noch einmal ziehen. Ja, ich werde diese Rolle genau zielen. Volltreffer, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nein, ich war das nicht. Keine Gnade, nimm das. Ja. Hier, sieh dir all diesen tollen Pflaumen an. Sie sind wie Wolken. Direkt in meinem Zimmer. Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Hier herrscht ein riesiges Chaos. Was? Julie war das? Hi Papa. Das ist wirklich lächerlich. Ich fange wohl besser an, dieses Chaos aufzuräumen. Okay, ich stelle all diese Pflanzen wieder dahin, wo sie hingehören. Warum liegt hier überall so viel Klopapier? Das ist doch kein Spielzeug. Sogar Bücher auf dem Boden? So gehen wir hier nicht mit Büchern um. Hä? Ein Spielzeugauto? Das soll wohl ein Scherz sein. Tut mir leid, Papa. Ich hab dich nicht gesehen. Ach, dieses Mädchen bringt mich um den Verstand. Hey, Moment mal. Ich hab eine geniale Idee. Ich hab das Auto und ich hab einen Besenkopf. Ich werde sie miteinander verbinden. Diese Gummibänder werden weiterhelfen. Außerdem brauche ich diese beiden kleinen Holzstäbchen und Klebeband natürlich. Schritt 1 beginnt mit einem Gummiband. Ich werde sie so um die Vorräder des Autos legen. Als nächstes kommen die Stäbe auf die Motorhaube des Autos und werden so befestigt. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, meinen Besen. Ich benutze die Gummibänder von vorhin, um den Besen zu halten, damit er nicht herunterfällt. So, der Kopf des Besens ist jetzt gut gesichert. Flaumi, Flaumi, überall. Oh, Papa. Ich muss abbauen. Nein, nein, bleib ruhig sitzen. Ich habe das geregelt. Ich zeige dir, was ich habe. Einen ferngesteuerten Besen. Es kann die ganze Wohnung aufräumen.
Oh ja, schau, wie er abgeht. Er ist so schnell und hat so viel Kraft. Großartig. Und scheint, als wäre ich fertig. Wow, das ist definitiv der coolste Besen aller Zeiten. Er ist so hübsch und Wo könnte sie sein, Julie? Hi, Papa. Ich habe dich rufen gehört, also bin ich hergekommen. Oh, du siehst ein bisschen verschwitzt aus. Warte mal, ich kann das in Ordnung bringen. Ah, hier ist es. Lass uns einfach... Ja, heute ist es echt heiß, aber ich habe zu tun. Warte, Julie, lass mich dein Gesicht abtrocknen. Oh, ich bin so froh, dass dir dein Müsli schmeckt. Ja, es ist gut. Es schmeckt echt gut. Nutella. Davon werde ich auf jeden Fall auch was essen. Wow, du hast eine ziemliche Sauerei in deinem Gesicht angerichtet. Warte kurz. Ach, was zum Teufel? Wie hast du bitte so ein Chaos angerichtet? So gut. Ich liebe Schokolade. Sie ist das Beste. Ha, der Affe wird dich küssen, Papa. Muah. Okay, Schätzchen. Affe, du bist dein Bestes und Liebstes. Ah, nein! Was? Papa, hilf Äffchen. Oh nein, sie wird sich die Nase putzen müssen. Hier muss es doch irgendwas geben. Oh, diese Rolle Klopapier ist die Lösung. Warte, was? Sie schneuzt sich die Nase an meinem T-Shirt? Wie ekelhaft. Sie rennt immer weg oder macht ein riesiges Chaos, bevor ich ihr helfen kann. Moment mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, ich habe diese Rolle Klopapier. Ich werde einfach einen Teil so aufrollen. Nun werde ich es falten oder aufrollen. Als nächstes brauche ich eine Schere. Ich schneide es in zwei Hälften. So. Und nun zu dieser Pappe. Ich werde ein Lineal brauchen. Und diesen Cutter, denn wir müssen etwas abschneiden. Das Lineal dient als Richtlinie, damit ich einen geraden Schnitt auf diesem Karton machen kann. Das ist die perfekte Breite. Jetzt nehme ich diesen Streifen und schneide es in vier gleichmäßige kleine Quadrate. Ich brauche diesen kleinen Strohhalm, denn ich will das kleine Pappquadrat drumwickeln. Jetzt ist es Zeit für die kleine Klopapierrolle. Perfekt. Es ist eine kleine Klopapierrolle. Ich habe diesen kleinen Halter, auf dem ich das Klopapier einfach anbringen kann. Ich mache die hier fertig und tada, ich habe zwei Klopapierrollen. Und das ist noch nicht alles. Tatsächlich sind es Ohrringe. Ich freue mich so, sie Julie zu geben, damit sie sie benutzen kann. Bitte sehr, mein Schatz. Jetzt hast du immer Taschentücher bei dir. Siehst du, du kannst einfach ein bisschen von deiner Rolle abziehen. Oh wow, was für coole Ohrringe. Hey, meine Schuhe sind etwas schmutzig. Ich brauche ein Stück Taschentuch von meinen Ohrringen. Das sollte reichen. Und nun kann ich meine Schuhe sauber machen. So, alles wieder gut. Schön. Zeit zu gehen. Hey, jemand hat das Klopapier leer gemacht. Oh nein, Papa, du musst mir Klopapier bringen. Was? Julie, du hast doch deine Ohrringe. Die werden dir helfen. Deine Ohrringe, Julie, deine Ohrringe. Hä, meine Ohrringe? Oh, stimmt. Die habe ich total vergessen. Ich kann einfach dieses Papier benutzen. Ich möchte so vielen Leuten danken für den Preis zur besten Schülerin. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Das ist zwar die Einhornschule, aber genug mit den Fantasien. Und wo ist Annie? Ihre Sachen liegen da, also kann sie nicht weit weg sein. Dieses Katzenvideo ist so witzig. Annie, musst du nicht lernen? Ach, alles, was ich lernen muss, ist auf diesem Telefon. Was höre ich mir an? Wie bitte? Was? Sorry, aber ich finde nichts zum Anziehen. Ich hasse all meine Klamotten. Entweder sind sie zu groß oder sie sind zu klein. Ich fühle mich so hässlich. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber vielleicht kann ich ja was basteln. Damit! Hä? Ich zeig's dir. Siehst du diese Sicherheitsnadeln? Sie funktionieren auch als Gürtelschlaufe. Zieh einfach den Schnürsenkel durch und binde ihn so fest oder locker, wie du willst. Siehst du? Passt perfekt. Hä? Ich danke dir. Ich helfe doch gerne. Tschüss. Ich ruf dich an. Ich muss mich auch fertig machen. Fast vergessen. Oh. Was mache ich jetzt mit meinem Schuh? Schätze, ich gehe nirgendwo hin. Nur ich mit mir und den Chips. Ich bin nicht sauer deswegen. Das ist ein riesiger Stapel schmutziges Geschirr. Ja, du machst dich besser an die Arbeit. Ich? Auf keinen Fall. Du. Oh, sorry. Da muss ich dran gehen. Chris, was zum Teufel? Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Ich hasse Abwaschen. Warum ist denn da überall Ketchup dran? Oh, das bringt mich auf eine Idee. Zeit für den roten Marker meines Vertrauens.
Außerdem meinen schwarzen Stift und weiße Kreide. Sehr gut. Sieht ziemlich echt aus. Ich muss wirklich überzeugend sein. Das tut so weh. Was ist los? Was ist passiert? Oh, das ist ein tiefer Schnitt. Okay, du setzt dich hier hin. Bleib sitzen, bis ich den Abwasch gemacht habe. Danke, Chris. Das tut so weh. Hey, was gackerst du denn so? Oh, die Schlange ist schon wieder so lang. Oh, sie ruft mich nach vorne. Juhu. Entschuldigung, aus dem Weg bitte. Was zum Teufel? Was denkt sie, wer sie ist? Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Oh, die haben einen kurzen Geduldsfaden. Hier ist das Menü. Was möchtest du essen? Sie kriegt sogar ein Menü? Oh, wie unfair. Tut mir leid. Ich gehe jetzt in die Pause. Ist das ihr Ernst? Was ist mit uns? Juhu, danke. Das sieht toll aus. Oh, wow. Schaut mal. Sorry. Not sorry. Unfassbar. Das ist total unfair. Oh, ganz schön fest zugedreht. Mach schon, ich hab Hunger. Das bringt nichts. Ich brauche Hilfe. Mama! Was ist? Ist etwas passiert? Oh, gib her, ich helfe dir. Hier, bitteschön. Hä, bei dir sah das aus wie ein Kinderspiel. Na los, geh schon auf. Ich sollte mehr trainieren. Ach. Gib her, ich helfe dir. Pass auf. Ha, cooler Trick, oder? Was? Wie hast du das gemacht? Ich darf mein Trinken nicht vergessen. Ach komm, nicht schon wieder. Was ist nur heute los? Ich krieg die Flasche einfach nicht auf. Lass mich mal, bitteschön. Danke. Hier ist wohl jeder stärker als ich. Oh, der Ärmste kriegt seine Flasche auch nicht auf. Was? Ich? Oh nein! Komm nicht näher, ich kann dir nicht helfen. Hey, Olivia, kannst du mir mal helfen? Nicht jetzt, ich bin beschäftigt. Aber Olivia, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich habe doch gesagt, ich bin beschäftigt. Später. Aber schau... Ich brauche Hilfe bei ihm. Okay, jetzt unterhalten wir uns. Ich bin bereit für all deine Weisheiten über Jungs. Okay, der erste Schritt beim Flirten ist, ihm ein kleines Augenzwinkern zu geben. Sobald du seine Aufmerksamkeit hast, schenk ihm ein Lächeln. Dann streichst du durch deine Haare. Und schließlich wird dein letzter Schritt der Lippenbiss sein. Wow, okay, ich glaube, ich hab's. Oh, ich bin so aufgeregt, einen Freund zu bekommen. Die Nacht wird zum Tag. Okay, da ist er. Jetzt ist meine Chance, meine Moves auszuprobieren. Schritt 1, zwinker ihm zu. Wow, hey du. Okay, das ist genug gezwinkert. Was war Schritt 2? Ah ja, lächeln. Hey, los geht's. Oh, du hast, okay, er ist aufmerksam. Schritt 3. Zeit für die Haare. Ich denke, so geht das. Ist alles okay? Das ist komisch, oder? Sieht das sonst noch jemand? Und jetzt zu meinem letzten Schritt. Der Lippenbiss. Ich muss wie ein Hollywood-Star aussehen, wenn ich diese Schritte befolge. Wow, okay. Also ich muss zum Unterricht. Warte, der geht weg? Ich werde nie einen Freund haben. Mein Leben ist so schlecht. Wow, ja, ich will heiß sein. Boah, das gibt's doch nicht. Schau dir die Verwandlung an. Wow. Okay, Zeit ein bisschen an mir zu arbeiten. Ich nehme besser meine Brille ab, bevor ich anfange. Diese Palette sollte das machen. Ein bisschen mehr Lidschatten in dem Farbton und ein bisschen Rouge. Und die Mascara nicht vergessen. Jetzt zu meinen Lippen.
Ich werde eine auffällige Farbe brauchen. Ja, dieses Rot sollte die Blicke auf sich ziehen. Okay, heute ist der Tag, an dem ich endlich heiß bin. Was zum Teufel? Mensch, der Weg zum Unterricht ist so lang. Ha, alle sehen so überrascht aus. Ja, hallo zusammen. Ich muss hier weg. Okay, wo ist mein nächstes Opfer? Da ist eine. Jetzt kann ich zuschlagen. Ah, dieses Gesicht, schnell weg. Hey, hast du Lust, mit mir auszugehen? Nicht mal der Straßenräuber will sich mit mir verabreden. Was für ein schrecklicher Tag. Aber Oma wird alles besser machen. Oh, wie geht es meinem Liebling? Ah! Oma, was ist denn los? Warum sieht mein kleiner Liebling aus wie ein Clown? Und dieser Move? Und dieser Move? Ja, genau so. Was macht die denn da? Hey, hör auf damit und rutsch rüber. Was du da machst, ist nicht gut. Du brauchst eine andere Art von Video. Okay, bist du bereit, es zu tun? Komm, berühr meinen Finger. Wow. So geht's. Viel besser. Jetzt packen wir den Tag an. Ich kann mein Handy nicht sehen. Ich hole lieber meine Brille. Oh, das ist toll geworden. Ach, danke. Kein Problem. Dafür bin ich ja da. Ach du meine Güte, sieh dir das an. Ernsthaft, schau dir mal das TikTok an. Die schauen mein Video. Es hat jetzt auch schon so viele Likes. Ich schätze, ich habe endlich was gefunden, in dem ich gut bin. Ja, das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend.